Willkommen zurück in der kanadischen Wildnis und mir, dem alten Sack. So. Und kurz ein bisschen Licht machen. Wir haben noch 8 Stunden Dunkelheit über. Ach du meine Güte. Tja. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen tricksen, finde ich. Nein. So. Ach nee, Brennmaterial hatte ich hier drin. Nehmen wir doch zum Beispiel mal das Holzbrikett. Wir nehmen mal eine Zeitung dafür. Wir haben leider nur noch sehr wenig Material für... Na, sag schnell. Für unsere Lampe. Deswegen nehmen wir die auch an uns und machen die aus. Denn wir entzünden nun... Nehmen wir mal? Nee, nehmen wir nicht. Wozu? Wir sind ja schon so super. 67% Erfolgschance. Chance. Zum Anzünden nehmen wir erstmal einen Stock. Und dann, ja, können wir ja von diesen 8 Stunden 2 oder 3 Stunden mal, lernen. Oder legen wir uns nochmal ein bisschen hin. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Das ist aber auch immer Romantik pur, wenn so ein Ofen angeht hier. Unglaublich. Ja. Das ist gut. Perfekt. So. Ich auch so. Wir hauen einfach mal so ein Stückchen noch mit dabei. Und nochmal einen Stock. Dann haben wir eine kleine Pufferzeit, weil dann können wir ja rein theoretisch... Ach, ist das schön. Oh, wir haben Durst. Den sollten wir mal eben beheben. Eben beheben. So. Dann sollte ich auch... Ja gut, essen können wir jetzt gleich mal ganz schnell an unser Bücherregal gehen. Und auch das Buch nehmen, aus dem wir etwas lernen wollen. So. Das Kaninchen hauen wir uns noch in den Kopf. Und dann betreiben wir 2 Stunden Forschung. Ah, es gibt nur noch eine. Auch gut. Damit ist es erforscht. Feuer machen, nochmal besser geworden. Uhuhu. Feuer machen, Stufe 3. Fortgeschrittener. Überleben in freier Natur. Zack. Yeah. 1 Stunde 35 ballert der Ofen noch vor sich hin. Aber da wir ja sowieso nichts sehen. Wir haben noch 6 Stunden Dunkelheit über. Oh, yeah, yeah. Aber ich meine, draußen ist ruhig. Von daher schauen wir doch einfach mal. Ja, haben die so viele... Nee, nee, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Wenn die wirklich länger pennt, dann wäre das ja schlecht, oder? So, du bist komplett erholt aufgewacht und wir haben immer noch 5 Stunden über. Ach du meine Güte. Bin etwas hungrig. Komm, zack. Ja. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo einen Dosenöffner in irgendeiner Schublade, aber das sollte auch so gehen. Gut. Gewicht sieht sehr gut aus. Ach, weißt du was? Und um hier die Bude zu verlassen, da brauchen wir jetzt keine Lampe. Unnötige Verschwendung. Streichhölzer haben wir en masse. Der hat noch 21 Minuten Brenndauer. Dann machen wir uns nämlich noch einen Kaffee. Den können wir nachher gut gebrauchen. Wunderbar. Ach, da haben wir wieder unsere wunderschöne Hinterland-Kaffeetasse. So, ey, ich habe sogar die Tür gefunden in der Dunkelheit. Ja. Und raus jetzt hier. Raus aus der guten Stube, rein in die eisige Kälte. Ja, aber es geht noch.
Ja, ist die große Frage. Abstecher zum Staudamm? Oder zu den Hütten, weil ich glaube, in der verlassenen Aussichtshütte haben wir ja nichts mehr. Staudamm ist schon kein kurzer Weg, aber ein fast lohnender. Aber ich bin wirklich etwas... Wir gehen zur Pelzhütte. So viel Zeit und so weiter haben wir nicht. Auch wenn wir noch 4 Stunden Dunkelheit über haben. Eventuell finde ich ja sogar den Weg, den ich das irgendwann mal dahin genommen habe. Und vielleicht finden wir sogar die Falle. Vielleicht gehen wir auch einfach mal so ein bisschen querfeld ein, denn ich glaube, so ähnlich habe ich das ja auch gemacht, als ich ja mit der guten Absicht zur Hütte bin. Das ist doch eine leere Leiche. Eine LL. Jo. Und ich denke, wenn wir uns hier parallel zu den Schienen halten, mehr oder weniger parallel, dann kommen wir so oder so zur Hütte des Pelzsammlers. Ach ja, da hinten war diese abgewrackte Hütte, stimmt. Und ich muss natürlich jetzt auch ausschauen nach Birkenschößlingen halten und all sowas. Ja, cool. Richtig cool. Und so in meinem Kopf geistert es herum, wenn wir die Klamotten voll haben. Also, Fäustlinge sind ja jetzt das Letzte, was ich noch benötige. Dann kann es gut sein. Ah ja, gut. Dann kann es durchaus gut sein, dass ich dann diesen Verlaufsstrang, ja, nur noch kleckschenweise spiele. Und ich mir dann eher eine Herausforderung nehme. Denn irgendwie ganz brach liegen lassen möchte ich das nicht. Das macht so richtig Laune, das Spiel. Und naja, mal schauen. Das ist alles noch nichts in Stein gemeißeltes. Das sind einfach nur so Überlegungen, wie ich jetzt mit dem Spiel weiter fortfahre. Denn Subnautica habe ich ja auch erstmal beiseite gelegt. Auch wenn das mein absoluter Sucht-Favorite war oder ist. So stehen natürlich auch noch andere Projekte an. Ein paar sind noch in der Warteschleife. Und wie gesagt, ich bin ja schon lange am Quatschen, dass ich hier endlich mal so eine Herausforderung spielen möchte. Auch wenn es mich magisch in diese Richtung zieht, auch weil es da so grün leuchtet, so glaube ich eher, dass ich hier diesen Weg einschlage, weil da sind die Schienen und da geht's zur Hütte. Ach, hier ist doch der Einsturz. Ja gut, dann ist das Blödsinn, was ich hier erzähle. Also nicht ganz Blödsinn, weil da war ja jetzt Bahn. Aber da geht es dann zur Hütte. Und dann könnte ich daher ruhig mal
zum grünen Licht gehen. Und auch ruhig meinen Abstecher hier hoch machen. Was uns hier oben erwartet. Nichts. Aber das macht auch nichts. Hübsch ist es trotzdem. Muss man jetzt aufpassen beim Runterhüpfen. Sonst haben wir gleich wieder Prellungen und Staubungen. Gut, den Bogen habe ich nicht mitgenommen. Immer noch 3 Stunden Dunkelheit vor uns. Ich denke aber, dass diese Schößlinge nicht auf dem Boden rumliegen, sondern so wachsen wie die, die wir da ja schon entdeckt hatten. Da war das tote Holz, dann heißt es, geht's da in die Richtung Hütte. Also nehmen wir mal hier den Weg so herum. Und natürlich müssen wir mal hier in so eine Ecke reinschauen. Ein Hoppelhasi und ich habe keine Schlinge oder Pfeil und Bogen dabei. Es sieht aber hier nach einem Rodungsgebiet aus. Ne? Wenn ich mir hier so die ganzen Baumstümpfe anschaue, dann könnte das hier halb Rhodesien sein. Ja, in meinen nicht vollständigen Erinnerungen habe ich ja hier auch eine Falle hingestellt. Nein, ich habe hier eine hinstellen wollen. Hab's aber nicht gemacht. Selber schuld. Ach komm, wir sammeln noch ein bisschen Bartflechte ein. Uns geht's sogar noch richtig gut. Alles schön. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einmal hier so rum. Ja, natürlich interessiert es mich eigentlich auch brennend. Ja, fast brennend, nicht ganz brennend. Wo diese Bunker sein sollen und all sowas. Aber je nachdem. Ich kenne mich ja. Stolper ich über so ein Ding, ohne es irgendwie vorher bemerkt zu haben. Was ist das für ein Schößling? Birkenschößling. Nehmen wir natürlich mit. Jetzt möchte ich aber auch mal hier oben schauen. Das da sieht auch merkwürdig aus. Nun gut. Da wir ja immer noch 3... Wir kommen gar nicht so hoch. 3 Stunden Nacht vor uns haben. Müssen wir die Zeit ja irgendwie vertrödeln. Und da wir noch eine Tasse Kaffee in der Tasche haben, ne? Dürfte das ja wunderbar funktionieren mit dem Trödeln. Ja gut, ich möchte nicht unbedingt jetzt hier auf der anderen Seite herunter. Denn das kenne ich jetzt mittlerweile von dem Spiel. Man hat nicht immer die Möglichkeit, auf mehr oder weniger direkt im Wege zurückzukommen. Aber trotzdem ist es ziemlich interessant, wo es da hingehen würde. Vielleicht kann ich mich ja demnächst noch dran erinnern.
Ah ja. Ah ja. Oh, 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 oh. Sowas kann schnell mit einer Verstauchung, Prellung oder sogar einem Bruch enden. Und dann hätten wir ein arges Problem. Denn hier gibt es kein Krankenhaus. Das wird übel. Oh, gerade noch so. Wo auch immer wir hier sind, das ist interessant. Sieht fast so aus, als würden wir uns mehr oder weniger da auf die Hütte zu bewegen. Deswegen mal schauen. Nee. Eine optische Täuschung. Könnte sein. Es könnte auch genauso gut sein, dass ich tutto completo dran vorbeilaufe und wieder mal irgendwo lande. Heidenei. Aha. Bahnschienen? Das verwundert mich jetzt aber gar arg. Deswegen mal ganz langsam und vorsichtig versuchen, hier herunter zu kommen. Was geht denn hier ab? Warum Bahnschienen? Wie bin ich denn jetzt gelaufen? Hä? Nee, ne? Habe ich jetzt wirklich eine große Runde gedreht? Ah, das gibt's doch gar nicht. Boah, wie cool ist das denn? Wir haben noch 2 Stunden Nacht über. Und ich bin eine komplette Runde gelaufen. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Naja. DBDDHKP, ne? Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Gut, auf zur Hütte. Da scheint sich aber wieder was zusammenzubrauen. Naja. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Ha! Ja, einmal wieder am Totenholz vorbei.
Ja, eventuell müssen wir sogar eine Rast einlegen in der Hütte. Also ein Stündchen pennen oder zwei. Bücher zum Lernen haben wir ja eh im Moment keine dabei. Obwohl der Himmel klar aussieht, scheint sich hier wieder einiges anzubahnen. Naja. Sind aber auch jetzt gerade sehr nah an den Felsen in Richtung Hütte. Das heißt, wir sollten eigentlich ein klein wenig windgeschützt sein, sind wir aber nicht. Naja. Wuha. Dort leuchtet uns ein Licht. So ein wenig vorsichtiger. Dann glaube ich, gehe ich hier direkt oben die Runde. Cool. Die Sonne geht gleich auf. Schön. Richtig schön. Ja, ich muss doch mal meine alten Augen hier wandern lassen. Ob ich nicht eventuell im Eifer des Gefechtes hier doch noch irgendwo eine andere Falle hingesetzt habe. Aber da habe ich ja kaum noch Hoffnung. Aber ich hatte doch hier vorne eine hingesetzt. Besser gesagt, ließ mich die ja nicht vernünftig setzen und dann musste ich sie ja... Wunderbar. Ich glaube es kaum. Ich glaube es kaum. Ich glaube, wir haben das Pelz zusammen. Den Pelz? Den Pelz, ne? Den Pelz zusammen, den wir benötigen. Ach komm. So schlimm ist es doch gar nicht. Bewegt sich ein bisschen, dann wird er wieder warm. Und dann haben wir hier noch eine Falle gesetzt. Irgendwo im dichten Gras. Glaube ich zumindest. Ah ja. Aber die ist immer noch nicht gefüllt. Schnappen wir uns die jetzt einfach mal. Und überlegen uns dann später einen guten Aufstellort. Aber im Moment... 1, 2, 3, 4 Stück sollten wir eigentlich haben. Ich glaube, 2 in der Hütte. 2 in der Tasche. Davon ist sogar 1, glaube ich, schon getrocknet. Also von daher... gute Aussichten auf unsere Pelzfäustlinge. Kaninchenpelzfäustlinge. Ah ja, gut. Da wollte ich jetzt mal eben reinschauen. 1, 2, wunderbar. 37 und 35. Oh, das ist doch schön. Dann hauen wir den Rest doch auch sofort hier hin. Auch das Getrocknete. Das ist der frische. Und das ist der zu 95% getrocknete. Genauso wie den Darm, den hauen wir auch hier hin. Und komm, wir hauen uns mal eine Tasse Kaffee in den Kopf.
So oft wie ich erzähle, dass ich dann irgendwie nur noch sporadisch dieses Spiel spiele. Ja, das stimmt ja schon. Also, ich werde da jetzt nicht hundertprozentig Energy reinpumpen, aber ich werde es immer wieder spielen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Herausforderung, da habe ich echt Bock drauf und ich glaube, das wird auch das nächste Projekt. Aber die Kaninchenpelzfäustlinge sind noch nicht fertig. Das heißt, wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Vielleicht kommen wir noch zur 90. Weil wir sind ja jetzt schon bei Folge 42, verdammt. 42 verdammte Folgen von diesem Game, das ist schon... Oh, ich finde das gut. Haha. Und wie gesagt, Session 2 mache ich dann eher mit einer Herausforderung. Ich weiß nicht genau, welche es da gibt. Da sind super interessante Dinger dabei. Aber das schauen wir uns dann an, bevor wir das Spiel starten. Und ich werde das dann einfach machen. Und naja, dann schauen wir mal. Gut, die haben wir. Ja, Schnee schmelzen, einen halben Liter können wir ruhig mal schmelzen. Das ist ja jetzt auch in Ordnung. Den müssen wir natürlich auch abkochen. Und dann haben wir das schöne. Dann hauen wir uns mal eben... unser frisch gebratenes Kaninchen in den Kopf. Ja, lecker, lecker. Und dich auch noch. Super cool. Super heftig Kaninchen essen. Oh, das hätten wir. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier und starten dadurch in der nächsten Folge direkt mit noch 9 Stunden Tageslicht und sind recht ausgeruht. Das heißt, wir können die Umgebung noch ein wenig erkunden. Hm? Hört sich das gut an? Ich denke schon. Das Wetter scheint auch diesmal mitzuspielen. Okay. Ihr Lieben, wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John Diefuhl.